das Abenteuer hat für mich einen großen Stellenwert. Ich habe so eigentlich begonnen, Rad zu fahren, einfach um zu entdecken auf der Welt. Also angefangen habe ich einfach, weil ich neugierig bin für neue Technik und so. Mit dem E-Bike kann ich einfach selber den Widerstand quasi selber wählen. Wenn ich berghoch fahre, kann ich Unterstützung wählen, dass ich quasi gleich viel Kraft brauche, wie wenn ich eben fahren würde. Und für mich selber habe ich angefangen, wenn ich verletzt war oder wenn ich einfach am Berg fahren wollte, ab dem Trainingsplan her so eher flach fahren sollte, habe ich dann das E-Bike genommen. Dann kann ich eigentlich hochfahren mit so wenig Kraft, dass ich fast geradeaus fahren könnte, aber habe dann doch noch eine Abfahrt zugute am Schluss. Ist einfach so etwas Abstand vom Alltag und dann kommt man mit dem E-Bike relativ schnell sehr weit hoch, kommt weniger verschwitzt an, kann dann einfach schnell die Jacke schlüpfen, Zelt aufstellen und bin schon wieder trocken. Ja. Das Schöne liegt eigentlich meistens nahe und einfach Spaß haben.